Warum haben Eltern keinen Beipackzettel? Wenn man diesen Titel, wie uns der Andi und vielen Dank auch für die Vorstellung und Einladung vorgestellt hat, ist der Titel ja im ersten Moment vielleicht ein bisschen irreführend, weil man könnte glauben, wir reden jetzt über die Eltern. Man muss den Untertitel auch lesen, nämlich über Risiken und Nebenwirkungen des emotionalen Erbes fragen Sie Ihre Partnerin oder Partner. Das ist nämlich so, wenn ich es ganz ehrlich, gleich ganz persönlich sagen kann, meine beste Lehrmeisterin in diesem Leben ist die Dame neben mir, auch wenn mir das manchmal nicht schmeckt. Weil sie auch Sachen sagt, die zwar stimmen, aber in meinem Leben bis jetzt nicht am Thema waren. Bevor die Sabine einen ersten Teil aus diesem Buch vorlesen wird, lassen Sie mich ein Zitat sagen, das ich in letzter Zeit, in den letzten 4 Wochen öfters mich immer wieder begleitet. Es gibt tausende Arten, sich niederzuknien und die Erde zu küssen. Es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch, dort wollen wir uns treffen. Jeder Mensch macht Sinn. Ja, jeder Mensch macht Sinn, auch wenn man sich manchmal fragt, warum macht er das jetzt so. Aber wenn man die Lebensgeschichte von dem Menschen anschaut, was der in seinem Rucksack hat, dann macht das Sinn, warum sich der Mensch gerade jetzt so und so verhält. Wenn ich mir das anschaue vor dem Hintergrund, vor seinem Erfahrungshintergrund. Ja. Das, was im Rucksack ist, ist zwar drinnen, aber das kann man auch ausräumen und kann sich entledigen dieser alten Steine. Und eben punkto Veränderung haben wir ein Bild Schneespuren. Also wir haben das mit einem Schneefeld verglichen, wenn man das erste Mal über ein Schneefeld geht, das tief verschneit ist. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einem großen, unberührten Schneefeld und möchten gern auf die andere Seite, weil Sie dort einen wunderschönen Tannenwald erspähen, der Sie so sehr zum Wandern einlädt. Nun machen Sie den ersten Schritt und versinken im Schnee bis zu den Hüften. Dann machen Sie den zweiten Schritt, den dritten, und wieder versinken Sie. Das ist sehr anstrengend. Doch schließlich haben Sie es geschafft und sind erschöpft, aber froh auf der anderen Seite angekommen. Wenn Sie das nächste Mal über dieses Schneefeld gehen wollen, wird es schon ein wenig leichter sein, denn nun können Sie in Ihre eigenen Fußstapfen treten. Von Mal zu Mal wird die Überquerung des Schneefelds leichter und einfacher, denn bald haben Sie schon einen schön ausgetretenen Trampelpfad. Und so ähnlich ist es mit unserem Gehirn und seinem neuronalen Netzwerk. Jede Verbindung zwischen zwei Neuronen muss zunächst einmal angelegt sein, also zum ersten Mal beschritten werden. Je öfter diese Verbindung benutzt wird, desto mehr ähnelt sie einem Trampelpfad. Und es ist manchmal gut, jemanden an der Seite zu haben, der einen beim Begehen solcher unberührter Schneefelder begleitet. Jemanden mit Erfahrung, der hilft und ihnen die Furcht vor der Überquerung nimmt, weil er oder sie schon über solche Schneefelder gegangen ist. Genau diese Funktion haben Psychotherapeutinnen und Therapeuten, aber auch ihre Partnerin oder ihr Partner. Und wenn Sie gemeinsam neue Wege beschreiten, können Sie am Ende auch das Gelingen gemeinsam feiern. Und das mit den Schneefeldern ist so, mir uns ist wichtig, dass das Leben sich immer verständlicher darstellt. Weil wenn ich mich und andere verstehen kann, dann ist das Leben ein Stück auch lebenswerter. Und wir haben ja wir sind hier nur Gast auf diesem Planeten und wir haben dafür eine Zeit geschenkt bekommen. Und wenn wir eine erweiterte Perspektive schaffen, wo wir anerkennen können, warum manches so läuft, wie es läuft, ist es auch für uns angenehmer. Der beste Satz, Schluss zu machen, es gibt tausende Arten, die Erde zu küssen, sich hinzugehen und die Erde zu küssen. Es gibt einen Ort jenseits von richtig und falsch, dort wollen wir uns treffen. Vielen Dank.